Ich rufe damit Tagesordnungspunkt 1, die Fragestunde, auf. Aus der letzten Fragestunde beginnen wir mit, oder aus der letzten Fragestunde sind noch verblieben die Fragen 85 bis 110. Und ich rufe auf die Frage 85. Fragestellerin ist die Kollegin Waschke für die Fraktion der SPD. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt das Land Europabeauftragte auf kommunaler Ebene? Herzlichen Dank. Es antwortet die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigte des Landes beim Bund, Frau Staatsministerin Puttrich. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Waschke, zunächst darf ich einleitend auf die Beantwortung der mündlichen Frage Nummer 77 nachzulesen im Plenarprotokoll vom 2.4.2019 verweisen. Aus dieser geht hervor, dass das Land jeder Kommune unabhängig davon, ob sie sich im Wege verfassungsrechtlich verankerten kommunalen Selbstverwaltung für das Ernennung eines Europabeauftragten entscheidet, anbietet, von den Unterstützungsangeboten des Landes Gebrauch zu machen. Wie bereits in der Beantwortung der mündlichen Frage Nummer 77 dargelegt, tritt die Europaabteilung regelmäßig mit allen hessischen Kommunen in Kontakt. So werden beispielsweise sämtliche hessischen Kommunen zu Regionalkonferenzen eingeladen, in denen unter anderem über Fördermöglichkeiten beraten und informiert wird. Auch wurden zur Information über die anstehende Europawahl sämtliche Kommunen für ein Multiplikatorentreffen eingeladen. Zusätzlich hat die Staatskanzlei ein EU-Beratungszentrum Hessen in der Hessischen Staatskanzlei eingerichtet. Die hessischen Kommunen können sich dort über Förderprogramme informieren. Auch werden von dort aus Ansprechpartner auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene zu den unterschiedlichen Fördermöglichkeiten vermittelt. Darüber hinaus wurde im hessischen Innenministerium der Förderlotse mit einer Hotline eingerichtet, um Kontakte zu Beratungsstellen für Fördermöglichkeiten herzustellen und entsprechende Hilfestellungen zu bieten. Des Weiteren ist in der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel ein Ansprechpartner der Kommunen angesiedelt. An diesen können sich die Kommunen wenden, wenn sie beispielsweise inhaltliche Fragen zu Gesetzgebungsverfahren haben oder Hilfestellungen bei Kontaktvermittlungen zu Entscheidungsträgern in Brüssel benötigen. Sowohl das Innenministerium als auch der Ansprechpartner der Kommunen stehen zudem im regen Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden und deren Büros in Brüssel, die ebenfalls das Ziel haben, Kommunen auf europäischer Ebene Kontakte zu vermitteln und Gehör zu verschaffen. Außerdem sind alle hessischen Kommunen eingeladen, Partner im Europanetzwerk zu werden, das von der Europaabteilung betreut wird. Ich darf hier auch hinweisen auf die Beantwortung der mündlichen Frage Nummer 77, wo auch entsprechend darauf eingegangen wird. Rund 270 europäische Städtepartnerschaften, kommunal oder durch Vereine organisiert, sind derzeit Partner im Europanetzwerk der Landesregierung, und die Anzahl wächst stetig. Soweit erst zur Beantwortung der Anfrage. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Eine Zusatzfrage hat die Kollegin Waschke. Wenn Sie noch einmal bei sich drücken, kann ich Ihnen Ihr Mikrofon noch besser freigeben. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ich danke. Frau Ministerin, gibt es ganz konkret gefragt im Lande Hessen ein Förderprogramm, das die Kommunen unterstützt, wenn sie die Stelle eines Europabeauftragten, einer Europabeauftragten einrichten wollen? Frau Staatsministerin. Frau Abgeordnete Waschke, es gibt kein spezielles Förderprogramm, um Europakoordinatoren zu installieren. Ich habe eben geantwortet, dass es in der kommunalen Selbstverwaltung liegt, ob eine Kommune Europabeauftragte hat oder nicht hat. Die meisten Kommunen haben keine Europakoordinatoren, aber nicht deshalb, weil sie sich nicht für das Thema Europa interessieren würden, sondern weil sie das interdisziplinär quer über alle Fachbereiche organisiert haben und den Bereich Europa in ihren Fachbereichen angesiedelt haben. Das heißt, es ist eine kommunale Selbstverwaltung, wie Kommunen das entsprechend organisieren. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Eltville ist eine der wenigen Kommunen, die einen Europakoordinator haben. Die anderen haben es anders organisiert. Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 87. Fragesteller ist der Kollege Eckert für die Fraktion der SPD. Sie haben das Wort.
Ich frage die Landesregierung, wann wird sie die Förderrichtlinien des Mobilitätsfördergesetzes vorlegen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, die Mobilitätsförderrichtlinie wird nach der Sommerpause veröffentlicht. Gibt es weitere Fragen? Herr Kollege Eckert, ist das eine Wortmeldung oder nein? Alles klar, Sie nehmen das zur Kenntnis. Wunderbar, herzlichen Dank. Damit kommen wir zur Frage 89. Das ist eine Frage der Kollegin Angelika Löber. Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, über welche Lehrämter verfügt eine Lehrkraft, die das Haupt- und Realschullehramt L2 studiert hat, ihren Vorbereitungsdienst jedoch an einer Grundschule L1 erfolgreich absolviert hat? Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete Löber, nach der erfolgreichen zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen, ich unterstelle, dass das mit dem erfolgreichen Absolvieren des Vorbereitungsdienstes gemeint ist, erlangt die Lehrkraft die Befähigung zum Lehramt an Grundschulen. Infolgedessen kann die Lehrkraft eine Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Haupt- und Realschulen nach § 56 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes ablegen. Diese Zusatzprüfung wird, sofern vorhanden, aus der ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Hauptschulen und Realschulen vollumfänglich angerechnet. Nach der Aushändigung des entsprechenden Zeugnisses verfügt die Lehrkraft dann gemäß dem Lehrerbildungsgesetz über die Befähigung für beide Lehrämter. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Löber, bitte. Wie ist das mit der ersten Staatsprüfung am Gymnasium? Wird da eine Zusatzprüfung gefordert, wenn das Referendariat an einer Grundschule erfolgreich absolviert wird und man beide Lehrämter besitzen möchte? Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete, eine vergleichbare Zusatzprüfung für das Lehramt an Gymnasien ist nicht vorgesehen. Das ist einfach darin begründet, dass das Lehramt an Gymnasien auch die Befähigung zum Unterricht in der Sekundarstufe 2 einschließt. Und das ist dann doch vom Lehramt an Grundschulen ein bisschen weiter weg. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Frau Kollegin Löber, bitte. Wie ist es dann zu erklären, dass fertig ausgebildete Haupt- und Realschullehrer für die Grundschulqualifikation im Grunde genommen noch mal 3 Jahre universitätsähnliche Ausbildung absolvieren müssen, mit zudem 22 Stunden pro Woche Unterrichtsverpflichtung und abschließend eine Prüfung ablegen müssen? Entschuldigung, jetzt habe ich Sie abgestellt kurz. Können Sie noch mal drücken, dass Sie noch mal den Rest der Frage stellen können? Ich war zu früh. So, wunderbar. Entschuldigung. Um beide Lehrämter, also Haupt- und Realschule und dann eben auch die Grundschulqualifikation zu besitzen. Herr Minister, bitte schön. Frau Abgeordnete, ich muss jetzt ein bisschen spekulieren, aber ich vermute mal, Sie reden jetzt von Fällen, in denen aber nicht der Vorbereitungsdienst und die zweite Staatsprüfung für das andere Lehramt abgelegt worden ist. Ausgebildeter Haupt- und Realschullehrer, der eben dann aber auch die Zusatzqualifikation für die Grundschule erwerben möchte. Also jetzt muss ich mal kurz einschreiten. Dialog ist jetzt nicht so bei der Fragestunde angesagt, sondern Fragen und Antworten eher. Aber ich lasse es noch mal zu. Bitte schön, Herr Kultusminister, wollen Sie noch mal darauf eingehen? Also zumindest, wenn der Vorbereitungsdienst nicht absolviert worden ist, glaube ich, leuchtet unmittelbar ein, dass man natürlich eine längere Ausbildungszeit für ein weiteres Lehramt braucht. Der Fall, auf den sich die ursprüngliche Frage eigentlich bezog, beruht ja gerade darauf, dass dort auch ein erfolgreich absolvierter Vorbereitungsdienst mit zweiter Staatsprüfung vorliegt und dann quasi nur ein Lehramt dazu erworben wird. Wenn natürlich kein Vorbereitungsdienst vorliegt, also nur das erste Staatsexamen absolviert worden ist, dann ist natürlich eine entsprechend längere Qualifikationsphase erforderlich. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Natürlich dient die Fragestunde auch dem Dialog, aber nicht der unmittelbaren Diskussion. Ich bitte mich nicht misszuverstehen. Damit kommen wir zur Frage 90. Das ist die Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Frau Böhm, Sie haben das Wort. Danke schön. Ich frage die Landesregierung, wie erklärt sie folgende Antworten des Kultusministeriums? Zitat: Aufgrund der hohen Zahl von Anträgen und Anfragen ist mit einer Bearbeitungszeit Ihres Antrags von mehreren Monaten zu rechnen. Von telefonischen Anfragen bitten wir abzusehen, da sie den Vorgang nicht beschleunigen. Zitat Ende, auf die Anträge zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Herr Staatsminister Professor Lorz.
Frau Abgeordnete Böhm, für eine Übermittlung des entsprechenden Zitats wäre ich Ihnen dankbar. Entsprechende Antworten des Kultusministeriums sind mir nicht bekannt. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Böhm, bitte schön. Ja, ich werde Ihnen gerne diese Antworten weiter. Mir liegen sie vor. Die Frage ist, was bedeutet denn eine Bearbeitungszeit von mehreren Monaten und wie Sie die Situation in der Lehrkräfte, die Arbeitssituation, die Personalsituation in der Lehrkräfteakademie aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete, beginnen wir am besten erst mit einer Zuordnung der entsprechenden Zuständigkeiten. Das liegt weder beim Kultusministerium noch bei der Lehrkräfteakademie. Sondern für die genannten Anträge auf Anerkennung von ausländischen Bildungsnachweisen ist zentral das staatliche Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt zuständig. Möglicherweise ist eine entsprechende Antwort auch von diesen gegeben worden. Was dort die Zahl der Anträge und die Arbeitssituation anbetrifft, so haben wir einen erheblichen Anstieg der Zahl der Anträge zu verzeichnen. Die Anzahl der Anträge auf Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise ist von 2214 Fällen im Jahr 2013 auf 5034 Fälle im Jahre 2018 gestiegen. Sie sehen also daran, dass es mehr als eine Verdoppelung innerhalb von 5 Jahren. Und dem sind wir natürlich mit wiederholten Nachsteuerungen der personellen Ausstattung des Sachbearbeiterbereichs begegnet. Nach einer internen Stellenverlagerung, die bereits zu einer Erweiterung der Personalressource um eine volle Stelle führte, standen für die Bearbeitung dieser Anträge Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Umfang von 6,1 Stellen zur Verfügung. Nach der Verlagerung sind die beiden 2016 und 2017 vom Landtag für die Beschulung und Integration der Flüchtlinge befristet zur Verfügung gestellten Stellen ebenfalls diesem Arbeitsbereich zugewiesen und besetzt worden. Im Anschluss sind sukzessive 4 Arbeitsverträge im Umfang einer ganzen Stelle sachgrundlos für jeweils 2 Jahre abgeschlossen worden. Mit diesen zusätzlichen 7 Vollbeschäftigten stehen damit jetzt Ressourcen im Umfang von 12,1 Stellen zur Verfügung. Man kann also sagen, wir haben auf die ungefähre Verdoppelung der Anträge auch mit einer Verdoppelung der Personalressourcen reagiert. Da 2 der 4 befristeten Arbeitsverträge erst kürzlich abgeschlossen worden sind, rechnen wir auch mit einer weiteren Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Im Moment liegen sie beim Schulamt Darmstadt aktuell bei 5 bis 6 Monaten. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass wir uns damit gut im Mittelfeld der Bundesländer bewegen, denn etwa in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg reicht die Spanne bis zu einem Jahr. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Zusatzfragen? Eine Zusatzfrage von Frau Kollegin Böhm. Irgendwie geht es nicht. Doch, geht. Alles klar. Ja, es geht tatsächlich um die Lehrkräfteakademie, aber das können wir sicher noch bilateral klären. Und die Situation war so, dass man nach 3 Monaten überhaupt nur eine Mitteilung bekommen hat, welche anderen weiteren Unterlagen man einreichen sollte, unter anderem einen Lebenslauf, was sich nicht erschließt, weil man sich ja nicht bewirbt, sondern nur eine Anerkennung seines Abschlusses haben will. Aber meine Frage geht auch dahin, was bedeutet das für die Lehrerversorgung? Weil es ist ja, wäre ja sinnvoll, dass es geht ja konkret hier um eine Mathematiklehrerin mit einer großen, mit einer langen Ausbildung und einer langen Lehrerfahrung insbesondere, die sicher notwendig wäre im Unterricht. Wir haben ja einen Lehrermangel. Was bedeutet das dafür, wenn solche Prozesse so lange dauern und so langwierig sich auch für die Menschen gestalten, die diese Anerkennung beantragen? Dankeschön. Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete, zunächst gestatten Sie mir den Hinweis, bei diesen Fallzahlen reden wir natürlich von ausländischen Bildungsnachweisen wirklich in sämtlichen Disziplinen und Fächern. Ich kann Ihnen jetzt nicht aus der Hand sagen, wie viele Lehramtsqualifikationen da dabei sind, aber das ist mit Sicherheit nur ein winziger Bruchteil. Also das wird unsere Probleme bei der Personalrekrutierung nicht lösen. Das ist aber auch gar nicht der Punkt bei der Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise, sondern da geht es darum, dass wir den individuellen Antragstellerinnen und Antragstellern einfach natürlich so schnell wie möglich eine fundierte Entscheidung zur Verfügung stellen wollen. Das ist aber nicht so einfach. Denn dazu gehört neben der eigentlichen Entscheidung zum Teil die Beratung der Antragstellerinnen und Antragsteller
auch die Beratung der Institutionen, die die Antragstellerinnen und Antragsteller ausbilden oder einstellen wollen und dann vor allem die Prüfung der Echtheit der Nachweise inklusive einem Abgleich mit den Schulsystemen anderer Staaten. Ich glaube, wir haben 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Es bewerben sich bei uns Menschen wirklich aus aller Welt und das erfordert eine entsprechende Expertise, um auch sicherzustellen, dass wir da nicht irgendwelchen Fälschungen oder irgendwelchen Zeugnissen, die gar nicht die Qualifikation widerspiegeln, die nach unseren Ansprüchen für die Bildungsnachweise gefordert ist, damit das auf jeden Fall gewährleistet ist, dass da nicht zu Fehlentscheidungen kommt. Und dann kommt noch die mögliche Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren dazu. Also ich bitte auch schon um Verständnis, das ist eine Aufgabe, die ist nicht mit einem einfachen Blick auf das Zeugnisformular getan, sondern das erfordert zum Teil sehr zeitintensive und umfangreiche Recherchen. Und deswegen ist bei allen Anstrengungen zur Verfahrensbeschleunigung eine gewisse Bearbeitungszeit da einfach erforderlich. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Professor Lorz. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 91. Fragesteller ist der Kollege Dr. Grobe. Herr Dr. Grobe, Sie haben das Wort. Danke. Ich frage die Landesregierung, wie wird mit möglichen Hügelgräbern und mittelalterlichen Burgfragmenten im hessischen Reinhardswald umgegangen, wenn dort vom Energiedienstleister GGEW AG und der Projektentwickler Arbowind Windparks errichtet werden? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter, die Errichtung von Windenergieanlagen bedarf der Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Bereits im Rahmen der Beratung der AntragstellerInnen wird auf eine frühzeitige Einbindung der zuständigen Fachbehörden, hier der unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hingewiesen. Diese Behörden werden auch im Genehmigungsverfahren beteiligt. Sie beurteilen die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens nach den Vorgaben des Denkmalschutzes. Sie können es dann entweder insgesamt ablehnen oder die entsprechenden fachlichen Vorgaben zum Umgang mit dem Bodendenkmal festlegen. Bislang liegt allerdings der vom Fragesteller genannte Genehmigungsantrag nicht vor. Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. Eine Zusatzfrage von Herrn Dr. Grobe. Ich frage die Landesregierung, wurden die neuesten LIDAR, das heißt Light Detection and Ranging Scans, in die Bauplätze der Windkraftanlagen einbezogen und die historischen Wöhlbecker-Fluren geschont? Frau Staatsministerin. Herr Abgeordneter, wie ich Ihnen mitgeteilt habe, liegt im Moment weder ein Bauantrag vor. Wenn er dann vorgelegt wird, dann wird das Landesamt für Denkmalpflege beteiligt an dem Genehmigungsverfahren und die werden dann alles abprüfen, was aktuell auch wissenschaftlicher Sachstand ist und werden dann zu einer entsprechenden Entscheidung kommen. Jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage von Herrn Dr. Grobe. Moment. Okay. Ja, jetzt geht's, oder? Ja. Ich frage die Landesregierung, besteht nach dem Bau der Windkraftanlagen die Möglichkeit, dort weiterhin archäologische Forschungen zu betreiben, oder gibt es Sicherheitsräume rund um die Windkraftanlagen? Frau Ministerin. Herr Abgeordneter, das kommt ja darauf an, ob das Genehmigungsverfahren positiv im Sinne der Errichtung der Windkraftanlage ausgeht. Und die möglichen Abstände, die zu eventuellen Bodendenkmälern eingehalten werden müssen, oder zum Beispiel die Möglichkeit, dass bestimmte Bodendenkmäler unangetastet werden, bleiben müssen und dann die Abstände sozusagen konkret festgelegt werden und die möglichen Windkraftanlagen in der Achse dann verrutscht werden müssen. Aber das ist alles ziemlich spekulativ, weil wir derzeit weder einen Genehmigungsantrag haben noch eine Prüfung der unteren Denkmalbehörde noch des Landesamtes für Denkmalschutzes überhaupt stattfinden konnte. Vielen Dank, Frau Ministerin. Eine weitere Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Gagel.
ich aufs Knöpfchen gedrückt. Bin ich dran? Ja, okay, prima. Frau Ministerin, eine weitere Zusatzfrage. Der südliche Reinhardswald ist ja wesentlich besser erschlossen als der nördliche Teil, der für die WEAs genutzt werden soll. Meine Frage bezieht sich darauf, dass, wenn man den südlichen Teil nutzen würde, doch für Windkraftanlagen doch wesentlich weniger Naturzerstörung herbeiführen würde durch existierende Infrastrukturen wie Straßen, Zufahrtswege. Deswegen die Frage, warum wird nicht das gut erschlossene südliche Gebiet des Reinhardswalds für Windenergieanlagen genutzt? Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. Frau Staatsministerin. Herr Abgeordneter, die Windvorrangflächen sind in einem längeren Verfahren durch die Regionalversammlung Hessen-Nord festgelegt worden. Und dort haben die Abwägungen stattgefunden auf fachlicher Basis. Auch die Artenschutzbelange, Naturschutzbelange sind dort eingeflossen. Die Vorranggebiete wurden dann in einem demokratischen Prozess mehrheitlich so festgelegt. Ich glaube, es war fast einstimmig sogar die Entscheidung. Und von daher sind sie festgelegt. Wenn jetzt ein Investor eine Windkraftanlage errichten will, dann wird noch einmal geprüft, und zwar im Hinblick ganz konkret auf die dann geltenden Artenschutzbelange und auch Naturschutzbelange, ob die Windkraftanlage errichtet werden kann in dem Vorranggebiet, das festgelegt wurde. Weil es kann ja sein, dass sich innerhalb von 2-3 Jahren, bis dann ein Genehmigungsantrag gestellt wird, auch im Hinblick auf Artenschutz und Naturschutz etwas verändert vor Ort. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 92, Frau Kollegin Ravensburg. Auch wenn der verfahrensrechtliche Stand in Schwissen schon einen Schritt weitergegangen ist, ist die Frage meiner Meinung nach inhaltlich immer noch relevant. Deshalb frage ich die Landesregierung, wie bewertet sie den rechtlichen Rahmen, den der derzeit dem Bundesrat vorliegende Entwurf für eine Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr und zur Änderung weiter straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften der EKFV, insbesondere für den Einsatz sogenannter E-Scooter im Bereich der Nahmobilität, abstecken soll? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Ravensburg, verkehrspolitisch gesehen stellt die Zulassung von sogenannten E-Rollern einen weiteren Beitrag zur Verkehrswende dar. Gleichzeitig ist aber dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer durch die Nutzung von E-Rollern nicht gefährdet wird. Insbesondere für Fußgänger dürfen keine neuen Unfallgefahren geschaffen werden. Deshalb hat sich die Landesregierung mit Erfolg dafür eingesetzt, dass die E-Roller nicht auf Gehwegen genutzt werden dürfen. Am Ende hat Bundesverkehrsminister Scheuer eingesehen, dass die Bedenken Hessens und die Bedenken von immer mehr Bundesländern stichhaltig waren, ist dem letztlich gefolgt. Am 17. Mai hat der Bundesrat der Verordnung nach Maßgabe der Ausschussempfehlungen zugestimmt und demnach entfiel die Freigabe der Gehwege für E-Roller und die Altersgrenze war nicht mehr 12, sondern 14 Jahre. Das Bundeskabinett hat die Verordnung in der durch den Bundesrat zugestimmten Fassung inzwischen beschlossen. Und die Verordnung trat am 15. Juni, das war vorgestern, in Kraft. Ich füge hinzu, jetzt können die Hersteller bzw. die Verleiher sich die Zulassungen beim Kraftfahrtbundesamt besorgen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir, ich sag mal so, in 1-2 Wochen die ersten Roller sehen, die dann auch legal unterwegs sind. Herzlichen Dank. Eine Zusatzfrage hat der Kollege Lambrou. Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie bewerten Sie die Erfahrungswerte in Ländern, wo sogenannte E-Roller bereits zugelassen sind, wie zum Beispiel Österreich oder die Tschechische Republik, und auch ein Fahren auf Fußgängerwegen verboten ist, aber es dennoch sehr, sehr häufig passiert und innerhalb von kurzer Zeit bereits zu einer sehr hohen Zahl von Unfällen mit Personenschäden kommt? Herr Staatsminister.
Ja, vielleicht hat ja die Debatte, die wir geführt haben und die Sie ja auch alle wahrgenommen haben, dazu beigetragen, dass an dieser Stelle es ganz klar ist, dass die E-Roller im Prinzip behandelt werden wie Fahrräder. Das bedeutet, sie sind auf dem Radweg unterwegs oder eben auf der Straße, da wo es keinen Radweg gibt. Die Erfahrungen aus anderen Ländern, die das am Anfang zugelassen haben, sind vor allem mir bekannt aus Madrid und Paris. Und in beiden Städten wurde am Ende der Rechtszustand hergestellt, der jetzt in Deutschland von Anfang an gilt. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass wir nicht die allerersten waren, die das eingeführt haben, sondern aus den Erfahrungen von anderen lernen konnten. Ansonsten gilt bei Elektrorollern wie bei Fahrrädern, wie bei Fußgängern, wie bei Autofahrern, wie bei Motorradfahrern, dass immer Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung gilt, Vorsicht und Rücksicht. Und wenn sich da alle dran halten würden, bräuchten wir die 190 anderen Paragraphen dahinter nicht. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Eine weitere Zusatzfrage hatte noch die Kollegin Ravensburg. Herr Staatsminister, wird es für den Verbraucher im Sinne des Verbraucherschutzes Empfehlungen geben, zum Beispiel über die Güte der Fahrzeuge und den Versicherungsschutz? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete Ravensburg, da ist die Lage sehr klar. Alle E-Roller, die jetzt in den nächsten Wochen ihre Zulassung bekommen, müssen bestimmte Mindeststandards erfüllen. Das hat so etwas mit den Bremsen zu tun, mit der Beleuchtung zu tun. Und dementsprechend muss man darauf achten, dass es sich wirklich um ein zugelassenes Fahrzeug handelt, ein Elektro-Kleinfahrzeug, wie es jetzt heißt. Und das Zweite ist die Frage des Versicherungsschutzes. Es muss eine Plakette da sein und die wird auch sichtbar sein. Und deswegen kann ich allen nur raten, sich an diese Regeln zu halten. Herzlichen Dank. Eine weitere Zusatzfrage stellt der Kollege Lambrou. Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung Folgendes. Ich hatte eben darauf hingewiesen, in meinen Beispielen auf die Tschechische Republik und auf Österreich, zwei Länder, bei denen, soviel ich weiß, von Anfang an verboten war, auf Gehwegen zu fahren, dass es weitgehend ignoriert wurde von vielen Benutzern von E-Rollern und dass es in kurzer Zeit zu einer sehr hohen Zahl von teilweise auch schwerwiegenden Unfällen mit Personenschaden gekommen ist. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal die Frage stellen, wie bewerten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in Kürze auch in Deutschland auf genau so eine Situation hinsteuern, wo eine nicht unerhebliche Zahl von Passanten auf Gehwegen durch Benutzer von sogenannten E-Rollern vermutlich verletzt werden? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter, die meisten, und das bleibt weiterhin so, schweren Unfälle, die wir haben, haben eher was mit motorisierten Fahrzeugen zu tun. Da rede ich jetzt nicht von E-Rollern. Wenn sich beispielsweise mal die Unfallzahlen bei Motorradfahrern, Motorrollerfahrern und Ähnlichem anschauen. Natürlich ist klar, deswegen habe ich das ausdrücklich gesagt, was Vorsicht und Rücksicht angeht, dass wir am Ende auch natürlich dafür sorgen müssen, dass die Regeln eingehalten werden. Aber das gilt für alle, die im Straßenverkehr unterwegs sind. Und lassen Sie mich hinzufügen, wir haben ja ausdrücklich ein Interesse daran, dass wir Menschen auch sozusagen dazu bringen, sozusagen auf diesen Elektrorollern unterwegs zu sein und gleichzeitig wir, gerade als Hessische Landesregierung, uns am Anfang als eine der ganz wenigen Landesregierungen dafür eingesetzt haben, dass es diesen Konflikt nicht gibt, in dem völlig klar ist, bei Gehwegen gibt es am Ende keine Debatte darüber, ob die da drauf sein dürfen oder nicht, sondern sie dürfen es nicht. Und da muss man am Ende dafür sorgen, dass die Regeln auch umgesetzt werden. Herzlichen Dank, Herr Minister. Herr Lambrou, es tut mir schrecklich leid. Jetzt dürfte nur noch Frau Ravensburg, wenn sie denn wollte. Aber sie will nicht mehr. So, damit kommen wir zu Frage 95. Das ist eine Frage des Kollegen Warnecke für die Fraktion der SPD. Sie haben das Wort. Ich darf die Landesregierung fragen, haben sich die Brückenbanner mit der Aufschrift Rettungsgasse in der neuen Form, was Material und grafische Aufmachung anbelangt, bewährt? Herr Staatsminister Al-Wazir.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, die neuen Brückenbanner mit der Aufschrift Rettungsgasse haben sich bewährt. Im Frühjahr 2018 sind durch Hessen Mobil insgesamt 100 Banner an 53 geeigneten Autobahnbrücken in Hessen über den Bundesautobahnen angebracht worden. Die Banner mit den Maßen 9 Meter mal 85 Zentimeter wurden 2018 neu gestaltet und seitdem aus einem widerstandsfähigeren und besser sichtbaren Material, nämlich aus PVC-Plane Vinyl, besser bekannt als LKW-Plane, hergestellt. Die Qualität der ersten Rettungsgasse-Banner aus dem Jahr 2015 erwies sich im Nachhinein als nicht ausreichend. Die jetzigen Banner genügen grundsätzlich den geforderten Ansprüchen, stellen jedoch wegen der Windundurchlässigkeit und den dadurch insbesondere an exponierten Brücken auftretenden statischen Belastungen einen hohen Anspruch an das Material, die Befestigung und die bestehenden Brückengeländer. Um eine Verkehrsgefährdung durch mögliche abfallende Banner bei starkem Wind ausschließen zu können, wurde im Jahr 2017 ein Gutachten zur statischen Belastbarkeit des Materials, der Befestigungsmaterialien und der Brückengeländer durch Hessen Mobil beauftragt. Das Befestigungsmaterial wird seitdem regelmäßig von Hessen Mobil im Rahmen der Streckenwartung überprüft. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister. Herr Warnecke hat eine weitere Frage. Ich darf Sie fragen, lieber Herr Minister Al-Wazir, wie hoch waren denn die Austauschkosten? Herr Minister. Keine Ahnung. Herzlichen Dank. Herr Minister hat noch nachgeschoben. Da hatte ich schon abgestellt, er könne noch nachfragen. Herr Warnecke, Sie können aber auch noch mal nachfragen. Ja, ja. Was haben Sie denn mit den Materialien, die das sogenannte Mesh-Material als Grundlage hatten, die ja Kunststoffe sind, gemacht? Herr Staatsminister. Herr Warnecke, auch wenn es Sie wundert, also ich persönlich habe die nicht ausgetauscht, aber auch da kann ich nachfragen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind auch die weiteren Nachfragen offensichtlich erschöpft. Und wir kommen zu Frage 97. Frau Kollegin Hofmann, übernimmt jemand für Frau Kollegin Hofmann die Frage? Ja, ist jemand so lieb? Marius Weiß, guck mal, da drücken wir auf das Knöpfchen. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wofür ist der mittlerweile zweistellige Millionenbetrag vorgesehen, den die Landesregierung bzw. der ehemalige Wissenschaftsminister Rhein im Jahr 2018 der Hochschule Darmstadt für den Standort Dieburg zugesagt hat? Ja, Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Weiß, die Hochschule Darmstadt nutzt seit dem Jahr 1999 die Gebäude der ehemaligen Fachhochschule der Deutschen Telekom in Dieburg für den Fachbereich Media und Teile des Fachbereichs Wirtschaft. Diese Gebäude stehen unter Denkmalschutz und müssen nach und nach saniert werden. Einer Pressemitteilung der Hochschule Darmstadt vom 01.10.2018 ist zu entnehmen, dass anlässlich eines Besuches des ehemaligen Ministers Rhein auch der Gebäudezustand und die Entwicklung des Campus Dieburg in Dieburg diskutiert wurden. Die Landesregierung plant bis zum Ende der Legislaturperiode eine Aufstockung des Hochschulbauprogramms Heurika auf dann jährlich 250 Millionen Euro und für den Zeitraum 2027 bis 2031 ein Programm Heurika 3 mit einem Gesamtvolumen von über 1,4 Milliarden Euro für die weitere bauliche Modernisierung unserer Hochschulen. Aus diesen Mitteln ist auch die Finanzierung von weiteren baulichen Maßnahmen der Hochschule Darmstadt möglich. Die Hochschule Darmstadt selbst hat angekündigt, dass sie einen Investitionsschwerpunkt zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Standortes Dieburg setzen möchte. Sie beabsichtigt eine Stärkung des Mediencampus am Standort Dieburg, um den Herausforderungen der Digitalisierung zeitgemäß begegnen zu können. Die konkreten baulichen Bedarfe am Campus Dieburg befinden sich zurzeit noch in der Konzeptphase und der hochschulinternen Abstimmung. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. Dorn, gibt es hier weitere Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 98. Das ist eine Frage des Abgeordneten Jürgen Lenders, der im Augenblick nicht da ist. Kann jemand für ihn übernehmen? Übernimmt jemand von der Frau Knell übernimmt. Wunderbar, Frau Knell. Jetzt drücken Sie noch mal, dass ich auch da. Wunderbar, jetzt haben Sie das Wort. Ja, ich frage die Landesregierung, warum ist sie nicht bereit, sich für die Möglichkeit eines ICE-Zuschlages auf das Nahverkehrsticket für die Pendler aus der Region Fulda einzusetzen, obwohl bekannt ist, dass die Bahn eine solche Möglichkeit beispielsweise zwischen Riesa und Dresden eingeräumt hat? Herr Staatsminister Al-Wazir.
Sehr geehrte Frau Abgeordnete Knell in Vertretung des Abgeordneten Lenders, der ja gerade eben noch da war, es ist nicht richtig, dass die Landesregierung nicht bereit ist, sich für eine Nutzung der ICE-Strecke durch Nahverkehrskunden einzusetzen. Die Landesregierung steht in der genannten Angelegenheit in regelmäßigem Austausch mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund, der als zuständige Aufgabenträgerorganisation die Gespräche mit der Deutschen Bahn führt. Leider stellt sich die Situation derzeit so dar, dass die ICE-Züge zwischen Fulda und Frankfurt bereits ausgelastet sind und die DB-Fernverkehr daher nicht bereit ist, eine Nutzung durch Nahverkehrskunden zu ermöglichen, auch nicht gegen einen Zuschlag. Da die DB-Fernverkehr eigenwirtschaftlich arbeitet, kann weder die Landesregierung noch der RMV ein entsprechendes Angebot erzwingen. Gemäß den Informationen, die der Landesregierung vorliegen, ist das von Ihnen angesprochene Angebot zur ICE-Nutzung in Sachsen nicht mit der Situation zwischen Fulda und Frankfurt vergleichbar. Zwischen Riesa und Dresden verkehren ICE-Züge im 2-Stunden-Takt bei deutlich niedrigeren Fahrgastzahlen. Anders als auf der stark ausgelasteten Strecke Frankfurt-Fulda besteht hier also die notwendige zusätzliche Kapazität, Bundesberufspendlern gegen einen ICE-Zuschlag die Mitfahrt zu ermöglichen. Der RMV arbeitet an einer Verbesserung des Angebots auf der Verkehrsverbindung Fulda-Frankfurt durch den vermehrten Einsatz schneller Regionalverkehrszüge, die ohne Zuschläge nutzbar sind und deren Fahrzeit mit der der Fernverkehrszüge vergleichbar ist. Mittelfristig wird allerdings nur eine Erhöhung der Kapazität der Schieneninfrastruktur für diese Achse eine Entlastung bringen. Das Land Hessen wird die Planungen dafür weiterhin aktiv und konstruktiv begleiten und vorantreiben. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Herr Lenders ist jetzt auch wieder da und stellt eine Zusatzfrage. Bitte schön. Ja, vielen Dank auch an die Kollegin, die die Frage gleich übernommen hat. Aber bis dato haben Sie uns eigentlich immer erklärt, dass es eher so ein systematisches Problem ist. Also in Ihrer Antwort ist es uns jetzt noch nicht ganz eingängig. Aber bei den Zügen, die Sie ja jetzt angedeutet haben, also zusätzliche Angebote, die dann zwischen Fulda und Frankfurt verkehren sollen, ist dafür dann die neue ICE-Strecke notwendig oder kann man das auf den Strecken, auf den Schienenkapazitäten, die vorhanden sind, dann leisten? Herr Staatsminister. Also wir sind ja in Hessen nicht die Besteller des Regionalverkehrs, das ist der RMV. Aber soweit ich weiß, wird dort versucht, alles auf die Schiene zu bringen, was die Schiene noch zusätzlich verkraftet. Sie müssen aber wissen, das wissen Sie ja als regelmäßiger Nutzer dieser Strecke im Kinzigtal, dass das mit der größte Engpass im bundesdeutschen Schienenfernverkehrsnetz ist. Und das Problem schlicht ist, dass die ICEs schon relativ viel dieser Trassenkapazität nutzen und dass dementsprechend der Regionalverkehr, das ist jetzt keine Frage des Geldes, sondern schlicht sozusagen der zur Verfügung stehenden Kapazität an diesen Stellen nur noch schwer ausweitbar ist. Ich setze darauf, dass wir da Schritt für Schritt vorankommen. Das eine ist die Neubaustrecke zwischen Gelnhausen und Fulda. Das andere ist allerdings die Strecke zwischen Hanau und Gelnhausen, wo die Trasse ja schon festliegt, wo man zum größten Teil schon dreigleisig ist und wo man dann sozusagen wenigstens bis Gelnhausen Schritt für Schritt vorangehend in vergleichsweise mit jetzt einer völligen Neubaustrecke kurzen Zeit schon dazu kommen kann, die Kapazität dort zu verlängern, damit sozusagen wenigstens dann ab Gelnhausen der Regionalverkehr nicht mehr auf dem Abstellgleis landet, wenn von hinten ein ICE kommt. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 99. Fragestellerin ist die Kollegin Schacht-Sauer für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, welche Erkenntnisse hat sie über die Ansiedlung von Nilgänsen in Hessen, insbesondere die Auswirkungen auf heimische Wildarten im ländlichen Raum? Die Antwort erteilt die Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Frau Kollegin Hinz. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, Nilgänse kamen ursprünglich in Afrika und auf dem Balkan vor. Seit dem 18. Jahrhundert wurden sie in Europa als Tiergeflügel gehalten. Einige Tiere entkamen aus den Haltungen oder wurden freigelassen. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts breiten sich die Nilgänse von den Niederlanden her in Mitteleuropa aus.
Wie jede Tierart, die sich neu ausbreitet, besetzt die Nilgans einerseits noch offene ökologische Nischen, andererseits konkurriert sie mit anderen Wassergeflügelarten um Nahrung und Lebensraum. Da Nilgänse auch in Bäumen und an Gebäuden brüten, können sie mit Greifvögeln, Tauben oder Störchen um Nistplätze konkurrieren. Aufgrund der bisherigen Untersuchungen und Erkenntnisse unserer Vogelschutzwarte besteht derzeit kein Grund anzunehmen, dass durch die Ausbreitung der Nilgans heimische Arten stark bedroht oder gar ausgerottet würden. Vielen Dank, Frau Ministerin. Lass mich erst mal die Brille aufsetzen. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Die Nilgans hat ja ein ziemliches Tempo, nicht nur beim Fliegen, sondern auch in der Vermehrungsrate. Die Prognosen steigen weiter. Entsprechend hat die EU ja 2017 die Nilgans auf die Liste der invasiven Arten genommen. Meine Nachfrage, was tut die Landesregierung oder welche Überlegungen hat man, um diese Kurve nach oben, diese Eindämmung der Population, die ja explizit von der EU gefordert wird, in der Liste der invasiven Arten? Was sind da die Ideen? Frau Ministerin. Frau Abgeordnete, zurzeit wird das Steckblatt bzw. Management- und Maßnahmenblatt zur Nilgans zwischen den Bundesländern abgestimmt. Wir gehen davon aus, dass im Juli, August dieser Managementplan auch fertig wird und dann veröffentlicht wird. Bei uns unterliegt die Nilgans ja dem Jagdrecht. Das heißt, sie kann vom 1. September bis zum 15. Januar bejagt werden. Die Jagdstrecke 2017-2018 lag bei rund 2600 Tieren. Und zum Vergleich, wenn ich Ihnen mal vortragen kann, die Stockente, die ja unsere heimische Ente ist, hat ebenfalls eine Jagdzeit vom 1. September bis zum 25. Januar. Da lag die Jagdstrecke bei 6000 Tieren. Das heißt, sie ist immer noch ungleich höher in der Population und wird immer noch viel häufiger gejagt als die Nilgans. Das zeigt auch, dass das Problem, was wir haben, tatsächlich nicht so sehr in den ländlichen Räumen und bezüglich des Artenschutzes auf andere Tierarten hat, sondern die Nilgans ist ja vor allen Dingen in befriedeten Gebieten aufgefallen, aber eher durch hygienische Probleme und nicht durch Artenschutzprobleme. Und da werden verschiedene Maßnahmen erprobt, also Sichtschutz hin zum Gewässer, die Eier auszutauschen, was aber ein hoher Personalaufwand bedarf und Ähnliches. Das befindet sich auch in dem Entwurf des Managementplanes, wo man dann auch in den befriedeten Gebieten entsprechend weitere Maßnahmen dann ergreifen kann. Vielen Dank, Frau Ministerin. Der Kollege Warnecke hat eine Zusatzfrage. Bitte sehr. Ja, sehr verehrte Frau Ministerin, Sie hatten ja angedeutet, dass es sich bei der Nilgans um jagdbares Wild handelt. Beabsichtigt die Landesregierung, Kochrezepte herauszugeben, um die Möglichkeit, die Nilgans auch entsprechend, das Bret entsprechend zu verarbeiten, zu befördern? Frau Ministerin. Also, soweit ich informiert bin, handelt es sich bei der Nilgans um kein besonders schmackhaftes Fleisch. Und die Landesregierung ist jedenfalls auch bislang nicht beauftragt worden, Kochbücher oder Kochrezepte für unterschiedliche Arten von Geflügel, andere Sorten Fleisch oder auch vegetarische oder vegane Gerichte herauszugeben. Vielen Dank. Jetzt hat die Frau Kollegin Wiebke-Knell das Wort, eine Zusatzfrage.
Ja, Frau Ministerin, soweit ich mich erinnern kann, gab es, glaube ich, 2017 mal Ausnahmegenehmigungen für den Abschuss in Frankfurter Freibädern. Gibt es da auch für dieses Jahr schon Anträge für Genehmigungen innerhalb von befriedeten Bezirken? Frau Ministerin. Soweit mir bekannt ist, liegt kein Antrag in Frankfurt vor. Das müsste ja dann auch das dortige Ordnungsamt und beziehungsweise die dortige untere Jagdbehörde genehmigen. Aber es liegt, soweit ich weiß, kein Antrag vor. Danke sehr. Noch was zu Daniel Gens? Nein. Gut. Ich nenne die Schneegens. Doch noch eine. Bitte sehr. Drück drauf. Sie haben gesagt, dass sich die Nilgans sozusagen nicht nennenswert oder massiv sozusagen auf andere Arten sozusagen auswirkt, deren Population, dass Sie das mal konkretisieren. Und zum Zweiten die Bitte, Frage, dass Sie diese Managementpläne auch im Umweltausschuss dann mal vorlegen. Frau Ministerin. Frau Abgeordnete, ich habe nicht gesagt, dass sich dass die zunehmende Zahl an Nilgänsen sich nicht auswirkt, sondern auf andere Arten, sondern ich habe gesagt, dass die Arten sehr wohl konkurrieren, gerade im Hinblick dann auf die Gelege, dass aber nach Aussage unserer Vogelschutzwarte und den unteren Naturschutzbehörden es nicht so ist, dass heimische Arten dadurch bislang in irgendeiner Form bedroht wären. Und die Managementpläne für die invasiven Arten, auch die, die letztes Jahr in Kraft getreten sind, sind ja öffentlich. Von daher ist es natürlich kein Problem, Ihnen das zukommen zu lassen. Aber die werden alle veröffentlicht. Wir geben dann auch immer einen Hinweis, dass sie veröffentlicht sind. Und Sie können dann im Hessischen auf der Seite des Hessischen Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie auch nachgelesen und runtergeladen werden. Vielen Dank, Frau Ministerin. Frage 100, Abgeordnete Angelika Löbe, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Ich frage die Landesregierung, inwiefern unterstützt sie, dass aktuell stillgelegte Haltestellen und Streckennetze der Deutschen Bahn in Hessen reaktiviert werden? Herr Verkehrsminister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, der Schienenverkehr ist aus Sicht der Landesregierung für die Verbesserung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs und zur Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen von besonderer Bedeutung. Ich halte es deshalb für verkehrspolitisch geboten, stillgelegte Schienenstrecken auf eine mögliche Reaktivierung hin zu prüfen. Allerdings liegt die Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personennahverkehr nicht beim Land Hessen. Es handelt sich vielmehr um eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe. Laut § 5 und 7 des Gesetzes für den öffentlichen Personennahverkehr ist es Aufgabe der Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern, in Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden Verkehrsangebote zu planen und stillgelegte Strecken oder Haltestellen dahingehend zu prüfen, ob sie sich für eine Reaktivierung bzw. Wiederinbetriebnahme eignen. Die Landesregierung unterstützt die Kommunen dabei. So hat sie zum Beispiel gemeinsam mit den ÖPNV-Aufgabenträgern, den Verkehrsverbünden und der Behörde für Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen Mobil 2016 einen gemeinsamen Arbeitskreis gegründet, um landesweit vorliegende Informationen und Untersuchungen in einem Bericht zusammenzuführen. So wurde eine Bestandsaufnahme stillgelegter Schienenstrecken erstellt, die in regelmäßigen Abständen erörtert und fortgeschrieben wird. Zudem stellt das Land Hessen Fördermittel für die Reaktivierung von Schienenstrecken oder die Wiederinbetriebnahme von Haltestellen bereit. Vielen Dank, Herr Minister. Zusatzfrage, bitte sehr. Drückt drauf. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie damit auch das Bestreben der Bürger in Lahntal-Kernbach unterstützen, den aktuell stillgelegten Bedarfshalt der Hessenbahn, der Deutschen Bahn am Standpunkt Brungershausen-Kernbach zu reaktivieren? Herr Minister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, wir haben in Hessen ungefähr 80 stillgelegte Schienenstrecken mit wahrscheinlich so insgesamt zwischen 10 und 20 Haltepunkten jeweils einzeln. Das heißt, Sie erwarten jetzt von mir, dass ich jeden einzelnen dieser Punkte vorab im Kopf habe und die Frage zu sagen, jeweils, ob die Reaktivierung dort machbar ist oder nicht, das wäre ein bisschen viel verlangt. Trotzdem
haben wir uns überlegt, warum stellt die Abgeordnete Löber diese Frage, und sind deshalb auf die Idee gekommen, dass es sich wahrscheinlich um die stillgelegte Schienenstrecke Herborn-Niederwalgern kümmern wollen. Ich sage in dem Zusammenhang, dazu, wäre nicht der Fall. Meine Damen und Herren, auf immer nur eine. Da ist es nämlich schwierig, weil die ist überbaut worden. Sie haben jetzt gerade nach dem Bahnhaltepunkt Kernbach gefragt. Der wiederum ist Teil der oberen Lahntalbahn. Das muss man an dieser Stelle sagen. Und wir wissen, dass es dort Hinweise gibt, dass man so den RMV gefragt hat und die Bahn gefragt hat, ob man diesen Haltepunkt wieder in Betrieb nehmen kann. Der RMV ist gefragt worden, hat sich mit der Frage beschäftigt und hat an dieser Stelle gesagt, dass aus Sicht des RMV die dortige niedrige Reisendenzahl, es handelt sich um einen Haltepunkt in einem Ortsteil mit ungefähr 200 Einwohnern, höchstwahrscheinlich es nicht ermöglichen wird, dass man diesen Haltepunkt reaktiviert. Zusatzfrage, Kollege Lenders. Herr Staatsminister, Sie haben ja jetzt ausgeführt, und wir wissen ja, dass Sie das in der letzten Legislatur ja schon mal evaluiert haben, also welche Strecken eventuell dafür in Frage kommen. Wie darf ich denn jetzt den Koalitionsvertrag verstehen? Da sagen Sie ja, Sie wollen diese Strecken jetzt eingehend prüfen. Wie gehen Sie denn jetzt in der Priorisierung vor? Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist eigentlich Aufgabe, das muss von den Vorhabenträgern von den Kommunen kommen. Ich hätte den Koalitionsvertrag aber doch eigentlich dahingehend verstanden, dass Sie proaktiv diese Strecken, die stillgelegten Strecken jetzt mal angehen wollen. Da müssten Sie ja dann irgendwie Prioritäten setzen. Herr Minister. Herr Abgeordneter, ich hatte ja ausdrücklich gesagt, dass die Landesregierung die Kommunen und die Verkehrsverbünde dabei unterstützt und auch Fördermittel für die Reaktivierung bzw. die Wiederinbetriebnahme von Haltestellen bereitstellt. Ich habe gesagt, wir haben 2016 eine gemeinsame Arbeitsgruppe gegründet. Wir haben uns alles angeschaut, was stillgelegt worden ist, sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass es Bahnen gibt, wo eine Wiederinbetriebnahme illusorisch ist, nämlich da, wo es teilweise schon überbaut wurde oder anderweitig genutzt, Stichwort Vulkanradweg mal als Beispiel, oder der Lieblingsradweg für Ihrer Kollegin Knell, den ich auch immer vor Augen habe. Rotkäppchen heißt der, glaube ich, ne? Bahnradweg Rotkäppchenland, genau. Aber ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass man dann danach geht, was das meiste Potenzial hat und natürlich, was auch am meisten Fahrgäste verspricht, damit man dann am Ende bei den nötigen Untersuchungen zu einer guten Nutzen-Kosten-Relation kommt. Und da haben wir einige Strecken ganz besonders im Auge. Das eine ist die Ahrtalbahn. Ich wäre froh, wenn Sie dann auch die Citybahnpläne in Wiesbaden unterstützen würden von Seiten der FDP. Das ist nämlich Teil davon. Das zweite ist beispielsweise die Bahn in Neu-Isenburg, die Teil der RTW ist und so weiter. Also da gibt es sehr konkrete Pläne und da gehen wir dann Schritt für Schritt voran. Und bisher ist es so, dass wir an dieser Stelle jetzt merken, dass es endlich wieder auch Wünsche gibt. Ich nenne auch noch die Lumdatalbahn, die Horloftalbahn, wo es dann sehr konkret wird und wo die Menschen vor Ort darauf warten, dass wir gemeinsam aktiv werden. Und ohne Unterstützung des Landes, ich rede jetzt von monetärer Unterstützung, ist das natürlich nicht machbar. Vielen Dank, Herr Minister. Will noch jemand? Nein. Frage. Doch, Frau Kollegin Löwe, bitte. Wenn Haltepunkte nicht reaktiviert werden, was würden Sie dann den Anwohnern hier in dem Beispiel Lahntal-Kernbach, was Sie ja auch eben erwähnt haben, raten, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, gerade Kindern, Jugendlichen, die anders eben keine Chance haben, nach Marburg in das Oberzentrum zu kommen? Herr Minister.
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, natürlich müssen wir dann, da wo Reaktivierung von Haltepunkten oder Schienenstrecken nicht möglich ist, an schienengebundenen Strecken, müssen wir dafür sorgen, dass diese Orte anderweitig angebunden werden. Das ist in dem Fall der Busverkehr bzw. der Verkehr mit Anrufsammeltaxis. Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die lokalen Nahverkehrspläne von den Kreistagen beschlossen werden. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Fragen mehr. Frage in der 2, der Abg. Lisa Gnadl. Bitte sehr. Ich frage die Landesregierung, werden die im Rahmen des Sozialmonitors abgefragten Zahlen darüber hinaus verwendet? Herr Sozialminister. Frau Abg. Gnadl, die im Rahmen des Sozialmonitors abgefragten Daten werden gemäß § 3 der Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen genutzt, um zu überprüfen, ob und inwieweit die Zielvereinbarungen erfüllt werden. Ziel der Vereinbarung ist es, bürgernahe, niedrigschwellige und kompetente Hilfe in sozialen Problemlagen und Konfliktsituationen zur Verfügung zu stellen, sowie durch geeignete Präventionsmaßnahmen dazu beizutragen, die soziale Infrastruktur in Hessen zu erhalten. Die Daten werden den Vereinbarungspartnern für die eigene Sozialplanung vor Ort zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Zusatzfragen? Bitte sehr, Frau Kollegin Gnadl. Ich habe bezüglich der Abfrage im Sozialmonitor bezüglich der Frauenhäuser eine Nachfrage. Und zwar wird im Sozialmonitor die Bettenzahl abgefragt, nicht allerdings die Familienzimmer. Wäre das nicht aus Sicht der Landesregierung auch im Hinblick auf die Umsetzung der Istanbul-Konvention notwendig, hier die Abfrage zu verändern? Und wie sieht sie das im Hinblick auch auf die Beratungsfunktion der Frauenhäuser, die ebenfalls nicht abgefragt wird? Herr Sozialminister. Also ich sagte ja, was die Grundlage dieser Abfragen im Sozialmonitor sind. Inwieweit diese um die Aspekte, die Sie jetzt genannt haben, erweiterbar sind, kann ich jetzt ad hoc nicht sagen, nehme ich aber gerne als Anregung mit. Vielen Dank. Weitere noch mal, Kollegin Gnadl, eine noch. Ja, ja, ist es nicht notwendig, auch die Ergebnisse aus dem Sozialmonitor insofern auch zu prüfen, wenn dort auch geschildert wird, dass es bestimmte Probleme gibt, zum Beispiel auch, was den Bereich der Frauenhäuser angeht, im Hinblick auf die Dolmetscherinnen. Ist es nicht notwendig, dass die Landesregierung auch schaut, inwiefern sie entsprechend über entsprechende Mittelerhöhungen oder anderes auch Abhilfe schafft bei den Problemen, die genannt werden im Sozialmonitor? Herr Minister. Also der Monitor ist ja zunächst einmal ein Erhebungsinstrument. Die Daten werden dann von den Gebietskörperschaften aggregiert und mit eigenen Angaben versehen an uns und in den Zielbereichen Frühförderung und offene Hilfen an den LWV weitergeleitet. Die Hessenagentur ist mit der technischen Betreuung und der Auswertung der Daten beauftragt und die Daten werden dann ohne Kommentierung und ohne Wertung wiedergegeben und an die Vereinbarungsbeteiligten weitergereicht. Soll heißen, wenn man Parameter erheben würde, wie Sie sie in Ihrer ersten Nachfrage erstellt oder unterstellt haben, dann könnte man möglicherweise Ihre zweite Frage auch weiterverfolgen. Aber das hängt zusammen. Von daher würde ich sagen, wir nehmen diese Anregung mal mit, ein solches Kriterium einzuführen und sind natürlich selber auch an dieser Art von Daten interessiert. Vielen Dank. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Vielen Dank. Es gibt ja in dem Monitor auch Zahlen zu abgewiesenen Frauen in Frauenhäusern, die nicht aufgenommen werden konnten, weil Kapazitäten fehlten. Ist es nicht auch erforderlich, an der Stelle Abhilfe zu schaffen? Herr Minister. Ich habe noch jetzt.
Also, wenn sich ergibt, das hatten wir ja auch in vorangegangenen Fragestunden schon, dass die Kapazitäten beispielsweise in Frauenhäusern nicht ausreichen, dann müssen wir dem gemeinsam mit den Kommunen entgegenwirken. Das steht, glaube ich, außer Frage. Die Kernfrage, die ja heute gestellt war, war, ob die im Rahmen des Sozialmonitors abgefragten Zahlen darüber hinaus verwendet werden. Insofern, das führt jetzt schon sehr weit in einen spezifischen Bereich, aber das kann ich jetzt auch ad hoc dann weiter nicht beantworten. Vielen Dank. Keine Zusatzfrage. Eine machen wir noch. Frage 104, Abgeordneter Michael Ruhl. Bitte sehr. Drück drauf. Geht gar nicht dahin, ja. Dann nehme ich das Nächste. Es leuchtet grün. Jetzt, prima. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie den Vorschlag der Verbraucherzentralen, eine Extrarente als privates Altersvorsorgemodell einzuführen? Herr Finanzminister. Herr Abgeordneter Ruhl, wenn Sie das Konzept der Verbraucherzentralen mal eins zu eins neben unser Konzept der Deutschlandrente legen, dann werden Sie eine weitestgehende Übereinstimmung der Konzeptionen feststellen. Das nimmt auch nicht übertrieben Wunder, weil wir seinerzeit bei der Erarbeitung unseres Konzeptes sehr eng mit den Verbraucherzentralen zusammengearbeitet haben. Die Verbraucherzentralen haben nunmehr ihr Konzept nochmals erweitert und konkretisiert. Aber es zeigt, dass die Fragestellung rund um eine notwendige Verbreiterung und Verbesserung der privaten Altersvorsorge sowohl die Position, die wir als Landesregierung vertreten, als auch die Positionierung, die aus Sicht der Verbraucherperspektive eine angemessene Weiterentwicklung wäre, eine hohe Identität aufweisen. Und das lässt uns weiterhin hoffen und erwarten, dass diese Überlegung, insbesondere die Arbeit der auf der nationalen Ebene tätigen Rentenkommission einfließen werden, weil eins scheint klar zu sein, wir brauchen Impulse für eine Weiterentwicklung der privaten Altersvorsorge. Vielen Dank, Herr Minister. Zusatzfrage, Kollege Dr. Wilken. Herr Minister Schäfer, wie bewertet denn die Landesregierung die Möglichkeit, eine Verbesserung der Einkommenssituation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, zum Beispiel durch eine Erhöhung des Mindestlohns, die dann auch zu einer Verbesserung der gesetzlichen Rente führen würde? Herr Minister. Verbesserungen bei der gesetzlichen Rente und bei der privaten Altersvorsorge schließen sich nicht nur wechselseitig nicht aus, sondern sie sind bedingen einander, um eine ausreichende Absicherung im Alter zu ermöglichen. Jede Steigerung von Einkommen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern führt zu einerseits einer verbesserten Perspektive in der gesetzlichen Rente und erweitert darüber hinaus Möglichkeiten der eigenen privaten Altersvorsorge. Vielen Dank, Herr Minister. Da vorne Kollege Weiß. Auf geht's. Brüggemoll, ja. Ja, habe ich, jetzt aber. Herr Minister, halten Sie es für unproblematisch, dass die Verbraucherzentralen, wie Sie gerade gesagt haben, offensichtlich mit der Landesregierung bzw. mit CDU und Bündnis 90 die Grünen zusammengearbeitet haben, um das Modell der Deutschlandrente zu entwickeln und im Übrigen auch noch vor der Landtagswahl relativ zeitnah im letzten Jahr auch eine Veranstaltung sogar zu dem Thema gemacht haben, hier in Wiesbaden? Herr Minister. Wir halten es weder für problematisch, dass die Verbraucherzentralen mit der Hessischen Landesregierung im Vorfeld darüber gesprochen haben, wie wir es genauso für unproblematisch gehalten haben, dass wir mit Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin intensive Abstimmungsgespräche auch zu dieser Frage geführt haben. Es gehört zur ständigen Praxis bei der Erarbeitung eigener Gesetzentwürfe, eine möglichst breite Abstimmung mit gesellschaftlichen Kreisen herbeizuführen. Deshalb haben wir unter anderem mit der Verbraucherzentrale, aber auch mit den Fachleuten der SPD-Bundestagsfraktion diskutiert. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es noch? Nur der Kollege Ruhl könnte noch. Das ist nicht der Fall, dann war das die Fragestunde.